Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Ja, ich bin wieder zurück von der Arbeit, deswegen ist es dunkel. Aber wir waren eben schon los und haben wieder ein bisschen Kartoffel gerodet. Nochmal wieder zwei Paletten, also zwei Kisten voll weggerodet, glorierter. Und die Aufnahmen blende ich euch jetzt gleich nochmal eben ein. Und ja, jetzt nochmal eben die normale Hoferweide, Kühe, Wasser bringen. Nochmal eben nach Futter gucken. Ich habe gestern noch ein Rundband reingeschmissen, also das haben die auf jeden Fall noch. Pferde sind schon fertig. Die Puten haben auch Wasser und Futter. Also ist im Grunde das alles schon fertig. Ja, und ich blende euch jetzt schon mal eben die Kartoffelroder-Videos ein. So, Wochenende, deswegen heute mal im halbwegs hellen. Wir haben es jetzt Nachmittag und wir wollen jetzt den Rest Kartoffeln rausmachen. Und zwar nicht mit unserem eigenen Roder, sondern ich habe ein Lohnunternehmen an der Hand, das mit einem Zweireiher kommt und den Scheiß dann mal eben jetzt rauswühlt, damit wir die ganze Sache jetzt mal abgehakt haben. Ist halt schon Mitte November und besser werden jetzt sowieso nicht. Heute ist mal trocken und ja, bis wir da immer vorbeikommen abends und dann schafft das auch nicht viel und es ist wieder dunkel und alle müssen Zeit haben. Deswegen jetzt einmal mit Karacho, dass die dann alle hoffentlich in ein paar Stunden da raus sind. Das ist ja auch nicht mehr viel, lass das 0,4 Hektar noch sein. Genau, deswegen machen wir das heute mal mit einem Zweireiher. Da gibt es heute auch nochmal große Technik zu sehen. Irgendwas vergessen, irgendwas wollte ich noch erzählen. Fällt mir wahrscheinlich gleich wieder ein. Heute Morgen habe ich schon den Wagen fertig gemacht mit Kisten. Mal gucken, ob die alle reichen. Ich glaube nicht. Ich denke mal, dass ich noch einmal herholen muss. Ansonsten heute Morgen schon Heu ausgeliefert. Ja, sonst war heute nichts. Ich war halt in Bremen, deswegen kann ich jetzt erst nachmittags anfangen mit Kartoffelbrot. Aber ich bin sehr gespannt, muss ich sagen, wie das gleich funktioniert. Achso, und ich bin nicht der Einzige. Nicht der Einzige, der jetzt noch Kartoffeln im Boden hat. Das ist mir. Mann! Links zu schalten ist aber scheiße. Also ich bin nicht der Einzige, der noch Kartoffeln im Boden hat hier in der Region. Ja, die nassen Standorte haben jetzt noch welche drin. Und ja, ein, zwei Leute auch noch. Also ja, ist nicht außergewöhnlich jetzt gerade, dass noch welche Kartoffeln im Boden hat. Ich hoffe, dass wir die alle rauskriegen. Ein nasses Stück ist er am Vorgewinde. Aber ich denke mal, da sollte er jetzt eigentlich ganz gut durchkommen. Ich bin gespannt. Naja, ja, müsste jetzt eigentlich so gleich hier sein und dann fahren wir zusammen zum Stück und dann gibt es hoffentlich noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen. Drohnen habe ich auf jeden Fall mit. Ja, und dann können wir mal groß gegen klein Vergleich machen. Am Anfang des Vlogs noch mit unserem Roder und dann jetzt gleich mit dem großen drinnen. So, dann wollen wir mal loslegen. Hier ist unser Roder und Größenvergleich mal eben zu dem. Ein bisschen anderes Geschütz. Ja, Evo 290 von Grimme. Davor, was ist das? 724, schätze ich jetzt einfach mal. 724. Ja. Im Grunde genau gleiche Technik wie unser, nur alles ein bisschen größer und doppelt so viele rein. Ja, ich bin mal gespannt, wie schnell das hier gleich alles geht. Und dann wollen wir die rauskriegen. Hier sind jetzt noch zwei Reihen Glorietta drin und dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Reihen Belana. Und nach hinten ist noch so ein ja, ganz bisschen wurmlassen Loch, wo ich nicht reinfahren wollte mit meinem Trecker, da sind noch ein paar rote drin, aber dann haben wir eigentlich bald alles raus hier. Nicht nur bald, dann haben wir alles raus.
weiter im Text. Ist schon dunkel geworden, aber hier zumindest gutes Licht dran. Er hatte eben das nasse Loch leider gefunden. Deswegen ein paar Minuten Verzögerung, aber jetzt geht's weiter zum Glück. Aber ist doch ein anderer Schnack als Unterruder. Schön leise, hier kommt auch nicht was hoch. Das ist schon nicht schlecht. Alles gut. Zu viel. Zu viel? Ja, geht gerade noch. Nee, alles gut. Können wir noch ein bisschen rüberschieben. Rettungsaktion noch mal eben. Sehr schon gerodet. Setzen wir ihn gleich aus. Oh, oh, die Sprengmaus. Wo ist sie denn? Und tschüss.
Ja, moin aus der Treckerkabine. Lukas hat mich gebeten, noch mal einmal kurz ein bisschen die Steuerung vom Ruder anzugehen und zu erklären. Darüber bedient man ihn hauptsächlich. Hier schiebt man die Deichsel hin und her, macht die Aufnahme hoch und darüber ist Lenkung und Neigung vom Ruder. Hier kann man den Deichsel immer verschieben. Ja, dann hat man hier eben das Hauptbedienteil, Geschwindigkeiten von den Bändern, Last von den Bändern, ja, Einstellung von Ableitwalzen in der Höhe und das Kamerasystem, um halt eben auch zu sehen, wo ist was los, wo staut sich irgendwas, läuft alles gut, funktioniert die Steintrennung von selber einigermaßen gut, dass man da einfach als Fahrer einen sehr guten Überblick hat. Ich hoffe, Lukas war damit sehr zufrieden mit meinem kleinen Erklärbär-Video. Ja, ansonsten ist das hier eigentlich ein sehr entspannter Arbeitsplatz. Zum Träger, das ist ein Fendt 724, noch kein Fendt One. Hat jetzt 4.500 Stunden bald. Ist 3,5 Jahre alt, 4 Jahre alt. Ja, das mal eben dazu. Wie gesagt, das ist die Hauptbedienung. Kann man dann auch noch hier die Funktion sehen auf A. OP. Ich hoffe, ich habe laut genug geredet. Ja, kleine Ergänzung nochmal. Natürlich gibt es dann noch mehr Oberflächen hier zur Bedienung. So, aber kann man dann auch sämtliche Funktionen einstellen. Bunker hoch, runter, ausbunkern. Halt alles, was irgendwie in dieser Maschine alles zu bedienen geht. Und hier insgesamt 5 Oberflächen. Ja. Aber das jetzt alles zu erklären, das wäre jetzt auch mal ein bisschen zu viel. Da könnte man nochmal ein separates Video bald zu machen. So, gute und schlechte Nachrichten. Wir haben zu viel Ertrag. Beziehungsweise die Kisten sind alle voll. Jetzt nochmal die letzte Reserve mobilisieren. Ich nehme jetzt den IH mit und 3 Seitenkipper und da kippen wir den Rest glorierter rauf. Das ist noch ungefähr eine Kiste, die kommt hier drauf. Und dann haben wir den Rest roten noch. Das ist auch nochmal eine Kiste. Dann sortieren wir die als erstes gleich eben vom Anhänger dann runter die nächsten Tage. Und dann passt das, denke ich, so. Ich mache das eben schnell alles fertig und dann sehe ich, dass ich da hinkomme. Ah, ein Glück, geht auf den Rest. Oh, bin ich froh, wenn die Scheiße hier raus ist. Ich habe keinen Bock mehr auf Kartoffeln. Oh, jetzt sehe ich aber nichts mehr. Ah, das war aber auch spät genug jetzt dieses Jahr. Achso, ich kann das... Oh. Schon wieder dunkel, ne? Ich wollte das mal eben zeigen, was da am Ruder letztes Mal kaputt gegangen ist an der Lenkachse. Das hatte ich jetzt bis jetzt immer noch nicht geschafft. So ist blöde. Machen wir so. Ah, warte, ich steige eben schnell aus. Eine Kiste, glaube ich, auch noch knapp geworden. Na, so siehst du. So, eine Dreiviertelreihe rote noch raus und dann ist Feierabend hier. Wird erstmal Pizza und Bier getrunken. Ist das ja auch noch schön, die Krickfunktion hat. Ach so, für oben da. Ja, du kannst ja vorne, hier, da kannst du den ja noch runterschwenken. Ja, das ist auf Anhänger auch total geil, ne?
So, sieht man überhaupt was? Ich bringe Deutz jetzt nochmal eben wieder zurück. Den hatten wir uns freundlicherweise ausleihen dürfen, weil wir den Ruder ja einmal rausziehen mussten da aus dem nassen Loch. War zum Glück nur einmal. Danach war wieder alles gut. Dann haben wir 2-3 Mal die Stelle da ausgelassen. Danach konnte man schon wieder durchfahren. Das war ein so ein kleiner Punkt da irgendwie nur. Naja, den bringe ich jetzt eben wieder zurück und dann ist auch Feierabend. Pizza wartet schon. So, Pizza ist weg. Und jetzt nochmal eben den letzten Kram hier reinbunkern. Eine Kiste voll hoffentlich noch. Roten. Und dann war es das mit Kartoffelernte 2023. Verkaut, danke. So, schönen guten Morgen. Jetzt endlich wieder im Hellen. Ja, gestern lange Nacht gehabt. Und zum Glück eine kurze Nacht gehabt, sagen wir so. Jetzt lade ich nochmal eben den Rest hier ab. Die Gloriette hatte ich gestern schon alle abgeladen und unter den Shower gestellt. Und jetzt lade ich den Anhänger hier noch ab. Das sind nur die Belaner. Die haben wir genau alle auf diesen Wagen gekriegt. Was sind das denn? 8 Kisten? 2, 4, 6, ja, 8 Kisten. Hält das? Nicht so schön, ne? Die stelle ich jetzt alle unter den Shower, dass sie einmal die ablüften. Oh Mann, mit einer Hand ist hier aber blöde. Und den Anhänger habe ich auch schon unterm Shower, wo wir die Lose drauf haben. Dass sie auch schon einmal schön ablüften, die vom Anhänger werden wir als erstes durchsortieren. Und die kommen jetzt erstmal, ja, eine Woche ungefähr würde ich schätzen, eineinhalb jetzt hier unterm Shower, dass sie einmal ablüften. Dann müssen wir die schon einmal durchsortieren, weil die halt natürlich nicht super trocken sind. Dass sie einmal aus der Kiste schon rauskommen, weil meistens ist hier so ein bisschen so ein Trichter voll Erde vom Abbunkern drin, sag ich mal. Dass der dann einmal gelöst wird, dass das von innen nach außen kommt, dass die da dann auch noch einmal ablüften, dann die ersten schlechten da schon raus, falls da welche drin sind, einmal über einen Verlesetisch. Und dann werden die auch schon ein bisschen sauberer, wenn die jetzt einmal antrocknen und sich dann auf dem Verlesetisch alle aneinander schubbern und beim Sortierer, das hilft dann auch schon mal, dann kommen sie wieder in die Kisten, wieder kalt stellen. Und dann sollte das hoffentlich gehen, dann können wir sie danach so nach und nach wegsortieren. Aber ein Glück ist das jetzt raus. Ich stelle hier eine schöne hinter. Hier ist nämlich eigentlich immer ein ganz schöner Windzug. Das geht dann ganz gut. Und das sind jetzt, wie viele Kisten sind das noch geworden? Belana, ja, waren diese 8 Kisten und dann noch 4 Kisten Glorietta, den Wagen voll, das sind denke ich auch noch 1,5 Kisten. Und wie viel Rot haben wir denn? Eine Kiste nur noch, genau, und eine hatte ich selber schon mit meinem kleinen Ruder rausgemacht, die ist auch schon verkauft. Also habe ich jetzt nur noch hier eine 3/4 Kiste Rote. Gar nicht mehr so viel. So, die da oben rauf, das muss ich mit 2 Händen machen, nicht, dass mein Weidemann hier noch umfällt. Aber ich muss sagen, das hat mir nicht sehr gut gefallen mit dem großen Ruder. Wir sind sogar am Überlegen, ob wir nächstes Jahr dann alles in Lohn roden lassen, beziehungsweise nicht alles, sondern die Frühkartoffeln selber machen, wenn er so leicht anfängt, das mit unserem Ruder selber machen. Aber wenn man dann alles auf dem Schwung raus haben will, wir nehmen anrufen, ist auf jeden Fall weniger Stress. Dann zischt er da einmal über hin und vor allem, dann kann er echt wirklich schön wenig Steine mit hoch, den kann er so schön einstellen. Und dann kommt auch oben was an, dann schafft er es auch richtig. Dann sieht man, dass das vorangeht. Anders wie mit einem kleinen Einreiher. Muss man sich mal überlegen. Ja, genau, die haben zur Not auch Separierer und so. Dann kann man vielleicht ein oder andere Steine auch noch raus separieren. Das hilft dann ja auch schon mal, wenn man nur separiert und dann mit einem kleinen Ruder mit unserem. Mal überlegen, aber da können wir vielleicht noch ein bisschen was in der Hinsicht machen. Aber das ist erst nächstes Jahr. Erstmal wollen wir die Ernte hier alle verkaufen. Ich überlege gerade so, eigentlich ist das auch Meckern auf hohem Niveau, ne? Wenn man sagt, dass der einreihige Ruder nicht schnell genug ist und das so lange dauert alles. Man bedenkt, früher wurden die alle einfach rausgepflügt, die Kartoffeln, dann musst du die per Hand aufsuchen. Wenn du einen Hektar Kartoffeln aufgesucht hast, dann weißt du auch, was du gemacht hast. Und alle in 50 Kilo Säcken wegtragen, das sind aber ein paar Kilo, die du heben musst dann. Von dem her ist das alles doch schon relativ einfach geworden, muss man so sagen.
So, letzte Kiste, die kommt eben vor, da haben wir hier schon mal alle unter. Können hier schon mal eben ablüften. Und die anderen in der Halle habe ich ja schon welche stehen, die sind ja eine Woche länger raus, die sortiere ich dann jetzt die Tage schon mal durch, würde ich sagen. So. Und schon wieder spät abends, ich habe schon wieder ein paar Tage nichts gefilmt. Ja, einen Vlog die Woche schaffen wir doch nicht ganz, aber seht's mir nach, ich habe im Moment keinen Bock, was zu filmen und zu schneiden. Ich habe, weiß ich auch nicht, keinen Antrieb irgendwie und auf Zwang irgendwie Videos da raushauen, das ja, muss auch nicht sein, habe ich auch keine Lust zu. Dann lieber halt einen im Monat weniger. So, ich wollte jetzt eigentlich gerade Heu liefern. Die Betonung liegt auf eigentlich gerade. Aber mein Ballenwagen hat Plattwagen. Gerade alles aufgeladen, wollte gerade anhängen. Denke ich, warum steht der denn so schief? Ja, vorne links Plattfuß. Hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne? Herrlich. Naja, ich war eben hin mit unserem Luft und unserer Luftkanone da. Ich habe gedacht, vielleicht kann man hier so wieder aufpumpen, wäre schön gewesen, aber natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach. Ich hole jetzt den anderen Wagen da eben raus, dass ich schnell umlade. Ich rufe gleich nochmal eben an den Kunden, ob wir das noch beibehalten wollen. Termin war nicht um 20 Uhr, das haben wir jetzt. Hat sich noch nicht wieder gemeldet auf meine Nachricht. Ja, ob ich da gleich noch wieder hin soll oder ob wir das verschieben. Dann wird es natürlich auch spät jetzt, wenn ich da gleich noch hinfahre, aber naja. Ja, und ich nehme Schlagschrauber mit, dann mache ich den Reifen da eben ab. Und dann gucken wir mal, ob da eine neue Decke rauf muss. Ich weiß noch nicht, ob da ein Schlauch drin ist. Das ist nämlich ein LKW-Reifen. Oder ob ich den so wieder aufgepumpt kriege. Naja, mal gucken. Erstmal den anderen Ballenwagen hier raus. Ha, dann mal los. So, sieht man irgendwas? Nicht viel, ne? Ganze Schose da einmal umgeladen. Und ja, fahr jetzt gleich zum Kunden. Passt dann alles noch von der Zeit. Und irgendwie war das Radio seit, ja, irgendwie gestern, vorgestern ausgefallen. Ich weiß gar nicht, warum das lag. Da wollte ich eigentlich noch nachgucken, aber einmal durch ein Schlagloch gefahren und jetzt geht's auf einmal wieder. Ja, manche Dinge reparieren sich von alleine, das ist gut. Weiß nicht, ob da eine Sicherung vielleicht irgendwie nicht ganz drin war oder was. Jetzt auf jeden Fall wieder an. So, ich denke mal für die Stunde noch, dann bin ich da. Ich kann ja nicht abladen. So, Richtung Feierabend. Ja, ich sitze am Ruder. Ich schmier gleich nach ihm alles ab für morgen tanken und so. Und dann ist auch Feierabend, ist jetzt 16:30. Und mir ist irgendwas eingefallen, das habe ich noch gar nicht erzählt. Und zwar wurde der Ballentwickler abgeholt. Das ist aber auch schon zweieinhalb Wochen bestimmt her, mindestens. Der war ja nur zur Vorführung und der ist jetzt wieder weggegangen. Und ich war eigentlich noch was schuldig. Ich hatte nämlich gefragt, ob man diesen Mechanismus zum Wickeln feststellen kann, arretieren kann. Wer sich daran erinnert, das war halt so ein Hebel und den musste man die ganze Zeit festhalten zum Wickeln. Also technisch ist das natürlich kein Problem, sagt er auch. Das einzige ist von einer Unfallverhütung. Da kommen die leider nicht auf einen grünen Nenner, deswegen ja, kann man das leider nicht umsetzen, dass das zum Arretieren ist, der Hebel. Das wollte ich nochmal eben mitteilen. So, ich mache meinen Träger für morgen eben fertig. Und dann ist Feierabend. 1.0 zum Beispiel, zumindest. Und dann geht das weiter. So, später Abend. Ich will nochmal eben die Neuerung im Shop zeigen. Und zwar haben wir erstmal jede Menge Hektar, naja, jede Menge nicht, aber ein paar Hektar wieder da. Die sind komischerweise so schwer zu bestellen. Die, ja, gibt es immer nur in ganz kleinen Mengen leider. Da haben wir auf jeden Fall aber wieder welche von da. Könnt ihr jetzt auch sofort wieder bestellen. Größe M ist nicht ganz so viel da, beziehungsweise schon fast ausverkauft. Da bestelle ich die Tage auf jeden Fall wieder welche nach, wenn ich die kriege. Also nicht wundern, falls ihr die vielleicht nicht bestellen könnt, wenn ihr die Größe eigentlich gerade braucht. Was haben wir noch? Wir haben eine neue Mütze im Shop. Die ist so ein bisschen reflektierend, wenn man das sieht. Einmal mit neongrüner Schrift und einmal mit so, ja, was ist das, so orange-golden, würde ich sagen. Die sind auch schon beide im Shop drin. Und wir haben jetzt ein paar Küchenbretter mal ausprobiert, sind gelasert. Ja, mit unserem Logo drauf. Da sollen auch noch zwei, drei andere Motive kommen. Die sind aber noch nicht leider fertig. Die sollen auch nicht auch in den Shop rein, aber die
drei beziehungsweise vier Sachen. Sind jetzt schon mal wieder im Shop drin, die könnt ihr jetzt schon mal bestellen, wenn ihr da vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk braucht oder ja, so lange auf die Hemden gewartet habt. Die waren ja wirklich lange vergriffen, aber jetzt sind auf jeden Fall wieder ein paar da. Naja, das war das, was ich erzählen wollte. Ansonsten passiert heute nicht mehr viel. Kühe noch Futter gegeben und Wasser gegeben, einmal alles nachgeguckt oder alle Tiere einmal nachgeguckt. Und morgen habe ich noch eine Tour Heu, die wollte ich erst heute Abend laden, aber das schiebe ich auf morgen Abend mit laden, das sollte Anni auch noch hinhauen. Genau, das war das und die Kartoffeltechnik wollen wir jetzt die nächsten Tage mal aufbauen, dass wir unsere Kartoffeln schon einmal durchsortiert kriegen. Die stehen unterm Schauer jetzt ja und lüften einmal schon ab, aber innen drin ist halt immer so ein Kegel, der nicht richtig schön durchlüftet, weil ich da im Moment keinen Lüfter vorhab, sondern die einfach nur so durch den Wind ablüften. Dann kommen die innen drin in der Kiste nicht richtig genug Luft ab. Deswegen einmal durchsortieren, dass der Dreck schon einmal abkommt und dann einmal verkehrt rum in die Kiste quasi wieder einlagern, dass sie dann wieder schön ablüften können und dann hat man die ganzen schlechten auch schon einmal vielleicht raussortiert. Wenn die einmal übers Band laufen, dann hat man auch nicht ganz so die Gefahr hin, dass da schlechte in der Kiste drin sind. Naja, das aber die nächsten Tage bzw. im nächsten Vlog. Jetzt soll es erstmal genug davon sein, dass wir ja schon mal wieder einen Vlog zusammenkriegen. Genau, das war das. Dann sage ich danke fürs Zusehen, guck gerne in den nächsten Vlog wieder mit rein. Und dann sehen wir uns. Ciao.